Wir haben Jan Böhmermann, wir haben Charlie Hebdo, wir haben den Satirikerstreit, Mohammed-Karikaturen. Es gibt so viele Themen, die zeigen, wie brisant und wie aktuell dieses Thema ist, aber auch wie spannend, weil es ist auch für die Künstler dieser Ausstellung die Herausforderung gewesen, wie weit kann man sich auf das Thema einlassen, ohne zu provozieren, ohne sich zu gefährden oder die Grenzen zu überschreiten. Was in dieser Ausstellung so wahnsinnig spannend ist, dass wir sehr viele Techniken dabei haben. Wir haben Skulpturkunst, wir haben Medienkunst, wir haben verschiedene Malereitechniken und wir haben erstaunlich viele fotografische Kunstarbeiten dabei. Also insgesamt ein sehr, sehr spannend rundes Portfolio, nicht nur Malerei. Wir legen auch sehr, sehr viel Wert auf verschiedene Ansichten und die Internationalität des Vereins. Diese Ausstellung zeigt auch sehr viele internationale Antworten. Wir haben zum Beispiel afghanische Künstler, die haben ganz interessante Antworten auf das Thema Kunst ist frei hier geboten, die die heimischen Künstler fast verblüfft haben. Für die ist zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass eine Autobahnzufahrt, freie Fahrt, ohne Polizeicheckpoints. Man kann einfach auf die Straße drauf fahren und durch Deutschland fahren. Also interessante Ansichten. Ich kenne die Region und ich kenne das große künstlerische Potenzial dieser Region. Und in den letzten Jahren sind mir einige Leute abhanden gekommen, die eigentlich in dem Kunstverein dabei sein sollten. Es sind viele zurückgekommen, es sind sehr viele neu dazugekommen. Und was mich ganz besonders freut, es sind auch Leute weit über Deggendorf hinaus. Wir haben Leute aus Passau, aus dem Rottal, aus Straubing. Also der Einzugsbereich ist spannend groß geworden.